Hey zusammen, hier ist Fabu mit einem neuen Minecraft Mod Review. Was ihr jetzt hier seht, das ist nicht Originalgröße, sondern Little Blocks Mod Größe. Also ein 512. von einem normalen Minecraft Block sind alle Blöcke hier. Und wie man das machen kann, ist so, dass man einfach einen Dirt Block nimmt. Sorry für das, ich weiß nicht, was es war, schau nachher. Dirt Block nimmt, dann bekommt man einen Little Blocks Block. Da kann man nachher platzieren, wo man will. Nehmen wir mal hier. Dann kann man eigentlich so ziemlich jeden Block drauf platzieren, wo man will. Und nachher, wenn man den Block abbaut, den Little Blocks Block, ist einfach mehr drückt drauf. Im Creative, sonst muss man einfach draufbleiben, dann ist er weg. Dann kann man wieder ganz normal bauen. Man kann eigentlich ziemlich alles machen, was man im normalen Minecraft kann machen kann. Okay, es hat schon wieder den Download abgeschlossen, sorry für das. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel Wasser rein da. Das Wasser fließt aber wie normales Minecraft-Wasser. Und hier die normale Physiker vom Minecraft-Wasser. Ja, ziemlich cool, was man damit alles machen kann. Hier habe ich zum Beispiel einen kleinen Cobblestone-Generator gemacht, der ganz normal funktioniert. Wie ein Cobblestone-Generator auch, ist wirklich echt cool. Und hier haben wir Pixel Art, ein kleines. Irgendwo ist Spinnen, die Stress. Auf jeden Fall Pixel Art, ein kleines. Und kann man coole Pixel Art machen. Das steht jetzt nicht richtig da. Und ist auch nicht sehr aufwendig gewesen, aber halt einfach etwas zum Zeigen. Nachher mit Redstone kann man auch fast alles machen. Ich muss sagen, fast alles. Seht ihr noch gerade warum. Hier kann man zum Beispiel mit Pistons, funktioniert alles bestens. Und mit dem Repeater geht auch alles. Und nachher zum Beispiel etwas, was nicht geht, ist nachher das mit einem Minecart, wenn man das hier drauf setzt. Ja, man kann noch rein, aber es ist nicht wirklich auf der Schiene, also das geht nicht. Aber die Rails kann man. Was macht auf Minecart hier? Okay. Auf jeden Fall. Man kann hier die Minecarts nicht drauf tun, aber Block kann man gleich noch platzieren und man kann auch von klein in gross gehen. Was man einfach muss beachten ist, also wenn man von klein ins grosse geht, muss von kleinen Redstone in etwas rein, wo nicht eine normale Wire ist. Also wenn es nachher eine normale Wire wird, könnte es möglicherweise sein, dass das Game crasht und ja, das wollt ihr auch nicht. Darum müsst ihr einfach immer schauen, ob es Redstone Torch geht auch. Und da kann man nachher hier drücken und die Tür geht auf. Es geht auch so, dass man einen normalen Schalter kann. Und ja, man kann eigentlich Kreativität, es sind keine Grenzen gesetzt und man kann eigentlich alles machen, was man will. So mit Bone Meal kann man auf den Boden und es gibt kleine Gras. Und ja, das wäre so schon wieder gewesen mit dem Mod heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schauen das nächste Mal wieder rein. Wenn ihr das Video gut gefunden habt, gebt ihr ein Like. Wenn ihr es scheiße gefunden habt, gebt ihr ein Dislike. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss zusammen!